Nominiert in der Kategorie Soziales: Professor Dr. Sven Kantelhardt, Dr. Thomas Geister und Dr. Philipp Kellner aus dem Vivantes Klinikum in Friedrichshain für die Betreuung und Reintegration von ausländischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz. Obdachlose PatientInnen, die in schlechtem Zustand und oft mit eingeschränkten Deutschkenntnissen eingeliefert werden, stellen eine Herausforderung für ÄrztInnen und Pflegekräfte in der Notaufnahme sowie in der anschließenden Behandlung dar. Um einer Abwärtsspirale aus Entlassung, Perspektivlosigkeit, Rückfall und erneuter Einlieferung zu entkommen, bedarf es zusätzlicher Unterstützung. Bestehende Angebote in Berlin greifen oft nicht, da sie für die Betroffenen nicht aus eigener Kraft erreichbar sind. Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, ein Netzwerk der Zusammenarbeit mit den sozialen Hilfsangeboten zu etablieren, um die Lücken zwischen medizinischer und sozialpsychologischer Betreuung dieser Menschen zu schließen. Schulungen für das Personal in der Notaufnahme und der Neurochirurgie gehören dazu, sowie die Zusammenarbeit mit der Caritas und fremdsprachenkundigen SozialarbeiterInnen. Die Botschaft der Republik Polen, vertreten durch seine Exzellenz Botschafter Dariusz Pawłosz, der hier persönlich seinen Anteil nimmt, engagiert sich in besonderer Weise für das Projekt. All diese Synergien kommen einer Reintegration in den Alltag der betroffenen Menschen zugute, hier genauso wie im Herkunftsland. Katrin Siegert und Axel Frank aus der Klinik für Psychiatrie im Vivantes Klinikum Kaulsdorf für die Herausgabe der PatientInnen-Zeitschrift Kaleidoskop. Die Grundintention hinter diesem Projekt besteht darin, den PatientInnen die Plattform zu bieten, ihre Werke aus der Kunsttherapie sowohl online als auch in gedruckter Form einem breiteren Publikum zu präsentieren. Der Titel Kaleidoskop verweist auf die Spiegelungen und Brechungen, die in den Bildern, Zeichnungen und Texten wahrzunehmen sind. Die erste Ausgabe der Zeitschrift wurde in diesem Jahr mit Werken der Allgemeinen Psychiatrischen Station veröffentlicht. Eine zweite Ausgabe steht kurz vor der Fertigstellung. Das Projekt strebt eine kontinuierliche Fortführung an und könnte potenziell auch auf andere psychiatrische Einrichtungen des Klinikums ausgeweitet werden. Eine Anerkennung des kreativen Ausdrucks der Patientinnen und Patienten, die zum Heilungsprozess beitragen kann. Sandeep Raut und sein Team aus dem Vivantes Klinikum Neukölln für das Projekt FINK – Frühintervention Neukölln. 75% aller seelischen Erkrankungen entstehen bereits bei Menschen unter 25 Jahren. Das psychiatrische Projektteam der Kinder- und Jugendpsychiatrie konzentriert sich mit FINK darauf, junge Menschen bei seelischen Krisen zu unterstützen. Um den Zugang niederschwellig zu halten, gilt kein Abstinenzgebot und es reicht ein Anruf oder eine Mail, um in Kontakt zu kommen. Beratungsgespräche finden nicht nur in der Klinik, sondern auch in einem Mietshaus mitten im Kiez statt. Eine spezielle Adoleszenzsprechstunde ermöglicht erste Einschätzungen und gemeinsame Planungen für weitere Maßnahmen. Insgesamt legt das FINK-Team besonderen Wert darauf, mit den individuellen Ressourcen der Jugendlichen Lösungen zu entwickeln und seelische Krisen in diesem Alter zu entstigmatisieren. Damit können zum Teil langwierige Krankheitsverläufe und möglicherweise sogar spätere stationäre Aufenthalte vermieden werden.